Wie bei Spitfire Audio üblich, gibt es vier verschiedene Mikrofonpositionen. Etwas schade ist, dass beim Herunterziehen das Signal nicht nur gemutet, sondern die Samples auch gelöscht werden und beim Hereinziehen wieder reingeladen werden. Das kann, wenn man mehrere Mikrofone aktiviert hat, kurz zur Aussetzung führen. Aus Albion 1 und 2 sollte Ostinatum schon bekannt sein. Hier kann ein eigener Rhythmus kreiert werden, der verschiedene Töne bzw. in einer bestimmten Reihenfolge ansteuert. Leider hakt es hier manchmal etwas, was man beim zweiten Rhythmus sehr gut hören kann. Eigentlich sollte es ja ganz normal nach 6 Triolen klingen, was ich aber nicht wirklich so empfinde. Und obwohl ich eine Betonung auf die erste und vierte Triole programmiert habe, sind die Lautstärken manchmal stark unterschiedlich und der Rhythmus nicht mehr so wie gewollt. Nun aber zum eigentlichen Klang. Die Celli wurden getrennt links und rechts aufgenommen und liegen so auch auf der Tastatur. Das ermöglicht ein wunderbares Ping-Pong-Spiel, Ergänzen oder natürlich auch das gleichzeitige Spielen beider Sections. Die Consordino-Celli sind leider nicht getrennt erhältlich. Das Portamento-Legato ist auch getrennt für die linke und rechte Sektion verfügbar. Leider über zwei verschiedene Key-Switches, also nicht direkt in einem Patch gleichzeitig spielbar. Genauso verhält es sich leider auch mit dem Fingerlegato. Hier kann man wunderbar den Finger rutschen hören und auch die Geschwindigkeit kontrollieren. Thank you.
Laut Handbuch soll die Geschwindigkeit auch über Velocity angesteuert werden können, was mir leider nicht gelungen ist. Auch ein bis zu vierfach polyphones Legato kann aktiviert werden. Die Trennung der Stimmen erfolgt über die Velocity. In diesem Beispiel spiele ich die hohe Stimme mit hoher Velocity und die tiefe Stimme mit geringer Velocity. Etwas tiefer wird es mit den Strings Low, zu denen auch die Kontrabässe dazukommen. Und hier mit etwas softerer Attack. Bei dem Fingered Legato scheint der Speed Controller nutzlos zu sein. Sehr interessant und gut ist, dass man die Stützmikrofone für Celli und Kontrabässe getrennt regeln kann.